Jo Leute, hier zurück zu Game Dev Tycoon. Ich bin mal wieder dabei. Gott, in Wii U. Ich würde gerne eine Fortsetzung entwickeln, nämlich zu Phalo. Da. Einfach ein Phalo 2. Halo 2 Sparta Erwachsener auch wieder nur da drauf, ja, aber mit einem neuen Engine. Es könnte gut werden, es könnte scheiße werden oder es könnte gut werden. Das ist halt jetzt auch die Frage. Jetzt ist es schwer. Die Folgen werden außerdem jetzt kürzer, keine Sorge. Es werden nicht mehr nur eine Stunde. Oder werden sie doch länger? Keiner weiß. Das wird scheiße, der Teil. Mittelmäßig werden. Mal gucken, ob er was wird. Schauen. Okay. Naja. Ja, komm. Zweite Teile sind nie gut. Hab schon Besseres gesehen. Man hat immer schon Besseres gesehen. Macht wenig Spaß. Egal, das überlebt man, aber. Oh, da hat sie mal einen guten Hit. Just Dance oder so. Beyoncé. Wird die so geschrieben? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall auf der Wii oder auf der Nu haben wir noch kein Spiel veröffentlicht, aber es sind ja eigentlich Schnubbeduppe. Brauchen keine Story, Gameplay, Engine hoch. Wenn das erfolgreich wird, dann schlage ich meinen Penis gegen das Mikrofon. So wird es wieder passieren. Mal gucken, ob das was wird. Die Lu Bu wurde veröffentlicht des Clients. Komm, wir nochmal hauen raus, größer. Jungs. Nee, es kostet, ich glaube, 1,5 Millionen oder so. Der Hype ist aber voll schlecht. Ich lasse mal schnell im Spielbericht schreiben. Ich bin weg. Irgendwie machen wir keine guten Spiele mehr, gell? Darf ich mal was machen? Vielleicht.
gebe mal eine 4. Warum ist es schon? Diesmal hatten wir. Hör mal auf zu klicken, das hört mein Mikro. Diesmal hatten wir keine so guten Spiele zu präsentieren. Ja, immer noch nicht mal die Top 100. Wohin geht's? Was? Das kommt jetzt die ganze Zeit. Was das heißen? Kannst du ja aussuchen. Sorry. Prison Man. Machen wir nicht. Nee, Metal bringt nichts. Hat sie doch gesagt, sie hat sich schon die ganze Zeit. Wir haben es voll mit Rollenspielen, Alter. Würde Action oder Abenteuer, oder? Action. Für den PC? Ja. And Wiggling Story. Dieses Mal wird hier irgendwas bekannt. Okay, Jungs, was machen wir jetzt? Okay, mal gucken, ob das was wird. Ihr könnt alles auf mich schieben, weil ich versag ja meistens bei den Spielen, wenn ich das hier falsch einstelle. Das sieht aber eigentlich bis jetzt ganz okay aus. Könnte sein. Jedenfalls bei dieser einen neuen Rekord. Bei beiden ist ein neuer Rekord, oder? Jetzt kriegst du mal nicht hin. Okay, noch eine bessere 3D-Grafik. Da könnte sich auch eine Erweiterung gut sein. Wir können mit dem Porsche. Ja, Charakterentwicklung, das kommt eigentlich ganz gut an. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit für ein neues Ende. Haben genug Geld. Jo, 640.000 einfach mal. Die Engine 11 ist aber dann vollgepackt mit allem, da ist alles drin einfach. Okay, ein Spiel haben wir nur ausgepackt, das BB aus.
bin sicher, dass die Gameling runtergenommen wurde. Ich kann nicht mehr die Gameboy. Was sollen wir jetzt machen? Ich hätte eine Fortsetzung. Jetzt kann mich jeder töten von euch. Aber ich will eine Fortsetzung zu Castle History. Weil das hat so gute Wertungen bekommen. Hell yeah. Wenn wir dann wieder neue Grafik haben, können wir bessere Spiele engen. Oh, alter Schwede, ja. Das könnte ein krasses Game werden oder richtig der Flop. Hallo, ich bin Andrew McNara vom Game Informant. Ich habe gehört, dass... Achso, das ist wieder sowas. Wir pushen es einfach mal. Vielleicht wird es diesmal wirklich ein krasser Erfolg und wir haben es zurecht gepusht. Oder es wird wieder ein geiler Flop. Aber wir haben da jetzt fast 600, wir haben da jetzt fast 1 Million Euro reingesteckt. So für alles. Stereo Sound, alles drin. Hype ist auch richtig geil. Ui, yo, Design. Beides wieder neuer Rekord. Bei was? Bei dem Spiel jetzt? Ja, nee, es wird ein Patch entwickelt für das Game Prison Man. Das erste Mal, dass wir ein Spiel wirklich gepusht haben und es wirklich gut würde. Und 2 Millionen auf 4 Millionen. In einem Exklusivinterview vor einiger Zeit hatte Jelzik von Genonaut die sehr mutige Bemerkung gemacht, dass sein Spiel Castle History 5 Hell Yeah, welches zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung war, extrem erfolgreich sein wird. Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist es die allgemeine Meinung, dass Jelzik sofort zur Stelle, da das Spiel sehr gute Kritiken erhielt. Alles in allem hat das einen positiven Einfluss auf die Verkäufe. Genonaut hat kürzlich einen dringenden, notwendigen Patch für Prison Man veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie Genonaut. Sie wollen ihren Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Das ist einfach die tollsten Tippen. Wenn du noch kein Fan von Genonaut bist, sein solltest, dann stehen die Chancen gut, einer zu werden, nachdem du ihren letzten Hit Castle History 5 Hell Yeah gespielt hast. Eine wundervolle Fantasy-Welt macht Castle History 5 Hell Yeah zu einem Genuss für Entdecker. Man kann Stunden damit verbringen, durch die Welt zu reisen. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbögen, Piraten und Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Wir haben jetzt, guck, jetzt sind wir wieder in dieser Phase, wo gute Spiele kommen.
wollen wir noch einen Mitarbeiter verpflichten, sozusagen. Gleich. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Castle History 5 Hell Yeah, welches vor kurzem von Jedonaut veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musiklabel wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Los, Jedonaut, gut gemacht. Das ist einfach immer noch auf Rang 10, was er so machen kann. Das kann man keinen einstellen, bei 6 Millionen kann man einen einstellen. Wir können ja WWA machen. World Wrestling Arschgeburt. Lass mal machen. Wir haben fast 100. Oh. Cool. Ein großer Stand, aber irgendwie mit nur einem Game. Ja, ja, jo, 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 jo. Wir haben es auf Platz 96 haben wir es geschafft. Huh. Mal gucken, wie viele Fans wir dazu übernahmen. 620. Ja, okay, jetzt springt es nicht wirklich. Nochmal 300. Huh. Okay, bei uns läuft's. Ein Horror-Game, würde ich mal sagen, gell? Oder? Wenn die dann wieder bereit sind, machen wir es. Horror ist fertiggestellt. 5 Millionen Umsatz einfach. Ja, 6 Millionen neuer Mitarbeiter am besten. Dann wird das nächste Spiel auch noch erfolgreicher. Ist das? Das ist eine andere Konsole. Lass mal. Nee, die ist scheiße. Die gibt's auch ein echtes, die Ouya. Was kann die? Nicht viel. Wenn man böse ist und das so sagen will. Komm, du schreibst sofort einen Spielbericht, Alter. Hey, ihr wart im Urlaub, Jungs, und jetzt seid ihr. Warte, dein Geschoss. Ah, schon was ein. Oh, sorry. Sorry, mein Mikrofon. Wie heißt denn das Horrorspiel? Keine Ahnung. Evil. Knievel. Für den PC. Ich bin ein alter PC-Gamer, Leute, sorry, aber es gibt nichts Besseres als den PC. Sorry, ist egal. Gameplay hoch, Engine. Mehr Spieler muss nicht sein. Das auch nicht. Okay, es kommt auf jeden Fall ein großer Hype auf uns zu. Haben wir wieder ganz viele gute Spiele rausgehauen. Oh fuck, ein Bug. Egal, ein Bug ist nicht so schlimm. Oder? Ich hoffe. Wieder so ein okay Spiel. Ja.
Wieder wegen der Engine verschenken einfach. Um ein bisschen Geld zu bekommen, ist Evil Knievel ganz gut. Weißt du, was ich jetzt gut finde? Eine Fortsetzung zu Beginn des Space Wars. Okay. Space Wars. Der hat uns aber auch schon ziemlich viel Glück gebracht, weiß auch 190.000 Minus, ne? Also das wird ein ordentliches Spiel. Vielleicht nochmal, das wäre nett. Aber eine 8. Oh, gut. Gut. Okay, es verkauft ja auch einigermaßen. Okay. Ja, wir sind mal wieder bei den 5. Warte mal. Mach schon mal Detektiv. Ein Detektiv, Strategie für den. Oh, hat der. Ah, nö, der ist ja noch ganz gut dabei. Wir spielen einen 11 für Kinder. Und das nennen wir Detective. Block. Läuft. Gleich können wir diese Folge beenden. Die geht auch nicht in eine Stunde.
würde sagen, nachdem wir das jetzt fertig haben, machen wir mal Schluss. Ja. Ja. Was schätzt du? 200.000. Ja, nur ein kleiner Stand. Okay, es wird jetzt was, Leute, es wird jetzt was. Okay. Boah, Alter. Das hättest du nicht anbieten sollen. Ich hätte einfach wegschmeißen müssen. Alter. Obwohl, wir machen jetzt noch eins für Kinder, würde ich sagen. Alter, wir einfach schon also, 5000 Fans verlieren. Lass noch irgendwas für Nintendo machen, irgendwie Super Mario. Ja, ich guck mal gerade nach was anderem für Kinder. Dieses Fußball da. Nee. Mann. Gold, Silber. Vielleicht mal wieder ein gutes Game. Bin schon ganz nah. Der Luftbau brauchen wir nicht. Okay, Leute, ich glaube, das könnte jetzt wieder was werden, was halbwegs Geld einbringt. Nach dem Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, damit Erfolg zu haben. Ich glaube, da war ich auf Kokain. Das bist du doch immer. Okay, das hat echt nicht viel. Was hast du so peinlich? Vielleicht endlich mal ein erfolgreiches Pikaman. Davon nicht vergessen, die waren bis jetzt nie erfolgreich. Doch. Nein, die hatten immer nur eine Wertung von 7 oder so. Oder auch nicht besser. Ich mag's. Ja, guck mal, das verkauft sich doch gut, Leute. Dann forschen wir jetzt nochmal schnell. Ich schicke die erstmal alle in Urlaub. Und dann machen wir auch gleich Schluss. Janonaut hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Pikaman XYZ veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt Pikaman Gold und Silber und wurde mit mittelmäßigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Kritiker lobten, dass Pikaman Gold und Silber eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Hier oben war da noch was. Hier für die Story machen wir jetzt mal verzweigende Erzählungen. Nee, fortgeschrittene Zwischensequenzen ist cooler. Dann gucken wir uns noch schnell an, wie das hier verkauft wird. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.